Die Maske ist darüber auch vegan und glutenfrei. Ich habe es auch schon gesagt, sie wurde dermatologisch getestet und mit sehr gut bewertet. Und was auch noch zu erwähnen ist, ist das Tuchmaterial dieser Maske. Wir verwenden hier einen Stoff, der nennt sich, oder ein Tuchmaterial, das nennt sich Tencel. Und dieser Tencelstoff ist, wenn man es zum Beispiel mit Baumwollfasern oder mit Wollfasern vergleicht, bis zu die Hälfte feiner als Wolle oder Baumwolle. Und das hat eben unmittelbar den Vorteil, dass sich die Maske, ja, also ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Das ist, wenn diese Maske getränkt ist, ist sie wirklich super weich. Also sie lässt sich super angenehm auf, auf die Haut auflegen. Und sie schmiegt sich wirklich, sie schmiegt sich an die Haut an. Und es ist ein ganz, ganz weiches Hautgefühl, was diese Maske dahinter lässt. Und dadurch sind wir eben auch in der Lage, diese Nährstoffe, die die Maske ja aufgenommen hat, eben noch intensiver der Haut zur Verfügung zu stellen. Und durch diese Maske, die ihr dann 15 Minuten auf dem Gesicht habt, ist es auch so, dass natürlich ein gewisser Wärmestau in der Haut entsteht, wodurch sich die Poren öffnen und dadurch eben auch die Inhaltsstoffe noch mal intensiver in die Haut eindringen können. Also das ist so ein Zusammenspiel aus hochbioverfügbaren NTC-Nährstoffen in Kombination mit dieser Maske, die 15 Minuten auf dem Gesicht liegt, wo wir wirklich intensiv diese Nährstoffe der Haut zur Verfügung stellen. Und das war auch der Grund, warum wir diesen Namen Hydrating Shot gewählt haben, weil das wirklich wie so ein Shot für die Haut ist, also so eine Intensivkur für die Haut. Das sind soweit zunächst mal die Besonderheiten, was so die Formulierung angeht, was die Tuchmaske angeht. Wichtig zu erwähnen, das ist auch eine Frage, die wir in Zeiten des Umweltschutzes sehr, sehr oft bekommen. Die Tuchmaske an sich ist biologisch abbaubar und auch die Verpackung, das Sachet, ist 100% recycelfähig. Es ist ein Reinmaterial, also es ist kein Verbundmaterial, was dann eben in der Aufbereitung später wieder schwierig ist, weil man einfach diese Verbundstoffe nicht trennen kann, sondern es ist wirklich ein 100% Reinmaterial, was 100% recycelfähig damit ist. Aber natürlich wichtig ist dann auch am Ende der Kette, dass ihr das Ganze dann auch richtig entsorgt. Also sprich, dass es zum Plastikmüll, zum Folienmüll kommt, damit es dann eben auch wieder hundertprozentig richtig aufbereitet werden kann. Ja, damit sind wir bei den Shots, die ich eben ja schon erwähnt habe. Also die Maske nennt sich Hydrating Shot Mask und der Fokus liegt sicherlich bei dieser Maske auf dem Thema Feuchtigkeit. Wir haben 3 Shots allerdings in dieser Maske eingearbeitet. Der erste ist eben, wie der Name schon sagt, der Shot der Feuchtigkeit. Das heißt, wir stellen über diese Formulierung der Haut wirklich intensiv Feuchthaltefaktoren zur Verfügung. Und das passiert, indem wir eben 3 Arten von Hyaluronsäure verwenden. Hyaluronsäure ist ein Stoff, der körpereigen in unserem Körper, in unserer Haut auch vorkommt. Und genauso wie es bei Q10 zum Beispiel der Fall ist, aber im Laufe des Alterungsprozesses sich in der Haut abbaut. Und das ist auch einer der Gründe, warum unsere Haut eben trockener wird im Alter. Das heißt, wir setzen hier 3 Arten von Hyaluronsäure ein, nämlich hoch-, mittel- und niedermolekular. Das könnt ihr euch vereinfacht so vorstellen, dass es einfach unterschiedliche Molekülgrößen sind. Also von ganz klein bis mittel bis etwas größer. Und diese unterschiedlichen Molekülgrößen sind eben in der Lage, in unterschiedliche Hautschichten einzudringen. Das heißt, wir haben ja 3 Hautschichten, Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut, und über diese 3 Arten von Hyaluronsäure sind wir eben in der Lage, genau diese 3 Hautschichten auch abzudecken und eben nicht nur, wie es oftmals bei anderen Produkten der Fall ist, die eben mit dieser sehr großmolekularen Hyaluronsäure arbeiten, dass das einfach nicht nur auf der Haut aufliegt und ein Gefühl von Feuchtigkeit gibt, sondern dass diese Hyaluronsäure tatsächlich in die verschiedenen Hautschichten eindringen kann und dort wie so ein Depot der Haut zur Verfügung steht. Ich selber merke das unmittelbar
wenn ich eine Maske verwende. Ich habe jetzt gerade, wenn wir jetzt wieder so in den Herbst, in den Winter reingehen, ich habe eine sehr, sehr trockene Haut und habe, wenn ich mein Gesicht abreinige, immer sofort das Gefühl, ich muss sofort nachcremen. Und wenn ich die Maske einmal die Woche verwende, dann merke ich tatsächlich, und es hat sich jetzt im Laufe der Zeit, in der ich diese Maske nutze, auch tatsächlich aufgebaut und intensiviert. Ich habe also direkt nach der ersten Anwendung damals gemerkt, dass ich so ein, zwei Tage später noch immer ein Gefühl auf der Haut habe, wo ich nicht sofort nachcremen musste, sondern ich habe einfach gemerkt, dass es reichhaltiger ist, dass mein Gesicht besser durchfeuchtet ist, und das hat sich jetzt tatsächlich auch über die Nutzungsdauer aufgebaut, und meine Haut ist jetzt, weiß Gott, nicht mehr so trocken und so rau, und ich habe einfach auch nicht mehr dieses Gefühl, immer sofort nachcremen zu müssen. Das ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr begeistert. Ja, also wie gesagt, durch diese drei Arten von Hyaluronsäure habt ihr wirklich einen intensiven Feuchtigkeitskick für eure Haut. Das ist auch das, was ihr unmittelbar spürt, dass sich die Haut einfach viel feuchtigkeitsreicher anfühlt, dass sie nicht mehr trocken ist, dass sie einfach wieder so ein Glow hat, dass sie mehr strahlt. Der zweite Shot, den wir einsetzen, ist unser Anti-Aging-Shot. Und hier haben wir das allererste Mal in der Geschichte von PM International mit pflanzlicher Stammzellentechnologie gearbeitet. Wir setzen hier natürlich aus ethischen, moralischen Gründen keine menschlichen Stammzellen ein, sondern es sind rein pflanzliche Stammzellen, die wir einsetzen. In diesem Fall ist es die Stammzelle der Edelweißpflanze. Edelweiß ist eine geschützte Pflanze, und wir haben natürlich relativ schnell auch die Nachfrage bekommen, wo denn diese Stammzellen denn herstammen. Und es ist natürlich so, dass wir nicht nachts beim Mondschein in die Alpen gehen und dort Edelweiß pflücken, sondern unsere Edelweißpflanzenstammzellen stammen aus kontrolliert biologischem Anbau, werden dann dort im Labor gewonnen, und das ist das, was wir einsetzen. Warum haben wir Edelweißstammzellen verwendet? Es ist so, dass unsere Hautstammzellen für die Vitalität und die Regeneration unserer Haut zuständig sind. Und ich habe es ja eingangs erwähnt, diese Prozesse verlangsamen sich eben leider Gottes im Laufe des Alterungsprozesses. Und indem wir unserer Haut eben von außen diese pflanzlichen Stammzellen zur Verfügung stellen, nehmen wir eben einen positiven Einfluss auf diese Regenerationsfähigkeit und auf die Vitalität unserer hauteigenen Stammzellen. Und wir haben uns eben für das Edelweiß entschieden, weil Edelweiß die sich am besten selbst schützende Pflanze ist. Also das heißt, es ist eine Pflanze, die in über 3000 Meter Höhe überleben kann. Sie ist dort intensivster UV-Strahlung ausgesetzt. Also die UV-Strahlung in dieser Höhe ist bis zu 300-fach höher als bei uns in unseren Breitengraden. Und sie kann bis zu minus 50 Grad überleben. Das heißt, sie ist eine Pflanze, die sprichwörtlich hart im Nehmen ist. Und das sind eben genau die Eigenschaften, die wir uns jetzt zunutze machen, indem wir sie eben in der Hydrating Shot Mask einsetzen und dazu beitragen, dass eben die Regenerationsfähigkeit der Hautzellen gefördert werden, optimiert werden, dass wir eben zu der Vitalität wieder beitragen und dass die Haut einfach wieder straffer wird und dass eben Fältchen und feine Linien auch gemindert werden. Last but not least, der dritte Shot ist unser Anti-Glycation-Shot. Das ist ein Thema, wo Wissenschaftler in den letzten Jahren herausgefunden haben, dass bestimmte Zuckerarten, allen voran Fructose und Glucose, dass die eben chemisch in unserer Haut und auch in unserem Körper mit Proteinen und Lipiden reagieren. Und das führt zu sogenannten Glykationsendprodukten. Also vereinfacht gesagt, wenn wir das jetzt mal auf die Haut übertragen, dann sorgen in der Unterhaut unsere Kollagen- und Elastinfasern, die sind miteinander vernetzt und die leiern quasi im Laufe der Zeit aus, und dadurch bricht dieses Stützgewebe im Prinzip zusammen und Falten können sich bilden. Ein Prozess, der dazu beiträgt, dass dieses Ausleiern schneller vonstatten
geht, ist genau diese Glykation, in dem eben diese chemischen Prozesse in unserem Körper ablaufen, bedingt durch diese Zuckerarten. Und das sorgt eben dafür, dazu, oder das sorgt dafür, so rum, das sorgt dafür, dass eben diese Kollagen- und Elastinfasern verzuckern, also die versteifen quasi und sorgen dafür, dass dann eben dieser Ausleierungsprozess noch schneller vonstatten geht. Wir haben jetzt ein pflanzliches Bioflavonoid eingesetzt namens Isoquercetin und das sorgt eben dafür, dass diese Glykationsprozesse eben unterbunden werden. Denn das Problem oder der Haken an der Geschichte dieser Glykation ist auch, dass wenn sie einmal eingetreten ist, diese nicht mehr rückgängig machbar ist. Und von daher ist es eben extrem wichtig, dass wir dafür sorgen, dass diese Glykation von Anfang an unterbunden wird. Und damit haben wir eben auch einen positiven Effekt darauf, dass Kollagene und elastine Fasern eben nicht vorzeitig verzuckern oder diese Art von Glykation zeigen. Und das führt auch hier wieder, ist ein gewisser Beitrag zu dem Thema Anti-Aging. Also das heißt, wir sorgen über diesen Anti-Glycation-Shot dafür, dass eben unsere Kollagen- und Elastinenfasern eben geschützt werden. Da kam gerade die Frage, ab wann geht das los? Das ist das, was ich einleitend gesagt habe. Also der Alterungsprozess unserer Haut, der startet tatsächlich schon mit dem 30., 35. Lebensjahr. Und das ist auch so das empfohlene Alter, wo wir sagen, wir empfehlen Anti-Aging-Produkte, also wirklich Produkte, die speziell auf dieses Thema hinarbeiten, Haut zu regenerieren, zu restrukturieren und jetzt, wie in diesem Fall bei der Hydrating Shot Mask, eben auch dafür zu sorgen, dass bestimmte Alterungsprozesse eben nicht oder zumindest verspätet oder teilweise eben nur stattfinden. Gut, so viel zu der Maske. Also ihr hört, es ist wirklich reich an verschiedensten Inhaltsstoffen, die zum Thema Anti-Aging beitragen und sie stehen der Haut auch tatsächlich intensiv zur Verfügung und das ist etwas, was diese Maske ganz, ganz besonders macht. Wir empfehlen sie einmal pro Woche. Es ist in der Packung, sind 4 Masken insgesamt enthalten. Das heißt, es ist eine Monatspackung, die ihr damit in den Händen haltet. Wir empfehlen sie einmal die Woche. Nach der Reinigung, also sprich, ihr verwendet ein Reinigungsprodukt, wie zum Beispiel die Reinigungslotion, das Tonic, aktiviert danach die Maske, legt die Maske auf für 15 Minuten. Perfekt, wenn man einfach mal abends gemütlich ein Buch liest, auf der Couch liegt, im Bett liegt, auch zusammen mit dem Restaurator oder mit dem Fitline Beauty zusammen, ist es einfach so eine kleine, Wellness-Auszeit und ich genieße das regelmäßig einmal die Woche, wenn man sich so ein bisschen Zeit wieder nehmen kann für sich selbst. Da noch die nächste Frage, ist das auch für 65-Jährige? Ja klar, also wirklich für all diejenigen, die älter als 30 sind, kann ich diese Maske wirklich ans Herz legen. Ich zeige euch mal ganz kurz noch, wie ihr die Maske aktiviert. Und zwar habt ihr, ich hoffe, man sieht es jetzt, ihr habt hier auf der Rückseite 2 Markierungslinien. Ihr habt einmal die Markierungslinie 1 und ihr habt die Markierungslinie 2. Das heißt, ihr legt die Maske am besten flach auf den Tisch mit der Rückseite nach oben und fangt dann an, das Produkt in die Richtung zur 2 zu schieben. Faltet das Ganze einmal, dann seid ihr hier bei der 2. Ich hoffe, man sieht es, ja. Dann seid ihr bei der 2. Das ganze Produkt ist jetzt nach unten gerutscht. Das heißt, ihr faltet es an der 2er-Linie noch einmal. Und danach drückt ihr jetzt diese Formulierung einfach nach oben. Ihr habt es gehört, ein Blob. Danach dreht ihr das Ganze um. Sorgt dafür, dass die restliche Flüssigkeit in die Maske gelangt. Und dann könnt ihr das einfach so ein bisschen verknuscheln, dass sich das ganze Serum, die ganze Flüssigkeit in der Tuchmaske verteilt. Auf der Verpackung steht drauf, also in der Anwendungsempfehlung steht drauf, dass wir empfehlen,
die Flüssigkeit circa eine Minute einwirken zu lassen. Die Minute müsst ihr nicht unbedingt abwarten. Also wenn ihr das wirklich tatsächlich so ein bisschen verteilt und durchknetet, dann ist die Maske wirklich intensiv damit getränkt. Ich mache die jetzt noch nicht auf. Wenn wir fertig sind, nutze ich diese Maske dann. Ihr macht dann hier, ist so ein kleiner Nupsi zum Öffnen. Ihr zieht die Maske auf, faltet sie auf und legt sie dann eben auf das gereinigte Gesicht auf. Ihr werdet merken, auch das etwas, was uns von anderen Masken am Markt unterscheidet. Wir haben diese Maske, wenn ihr sie auffaltet, ist es am Anfang so ein bisschen, kann so ein bisschen tricky sein, denn wir haben hier keine Plastikfolie dazwischen gelegt. Die würde zwar das Auffalten der Maske etwas erleichtern, aber wäre halt auch hier wieder eben zusätzlicher Plastikmüll, und von daher haben wir eben hier darauf verzichtet. Das heißt, es ist wirklich nur das reine Tuchfies, was ihr aufhaltet. Es ist eine Aussparung für die Augen, für die Nase und für den Mund da. Das heißt, ihr legt es dann einfach auf, passt es an eure Haut an und könnt dann 15 Minuten genießen. Die Frage kam natürlich auch schon oft, kann ich es länger drauf lassen? Also ihr werdet merken, dass nach 15 Minuten die Maske wirklich noch gut feucht ist. Ich habe sie auch schon über Nacht drauf gelassen. Also ich bin dann tatsächlich mit der Maske ins Bett gegangen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Es steht dann halt einfach intensiver der Haut zur Verfügung. Wenn ihr sie abgenommen habt, könnt ihr auch gerne nochmal über Hals, über Dekolleté drüber gehen. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die mir als Feedback gegeben haben, ich habe die Maske einmal dann in der Mitte durchgeschnitten, habe sie mir links und rechts noch auf die Hand gelegt oder habe sie um den Fuß gewickelt. Also es ist tatsächlich noch Konzentrat enthalten, was man dann natürlich gerne nutzen kann. Also fühlt euch da frei und probiert euch aus. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, und es ist einfach so ein echter Wellness-Faktor, den man damit erlebt. Was ich euch gerne noch mit auf den Weg geben würde zu der Maske, ist jetzt das davor und das danach. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, dass man die Maske auf das gereinigte Gesicht auftragen sollte. Und das ist auch etwas, was mir generell sehr am Herzen liegt und was ich auch immer wieder in meinen Schulungen betone, weil es für mich persönlich einer der wichtigsten Schritte in der Hautpflege ist. Also nicht nur für mich persönlich, sondern es ist einer der wichtigsten Schritte in der Hautpflege. Und deswegen betone ich das aber auch immer wieder so, weil man sich den Pflegeeffekt, den man sich mit einer teuren Gesichtspflege oder einer teureren Maske oder was auch immer, den Pflegeeffekt, den man sich da einfach erhofft, den mache ich mir zunichte, wenn ich einfach meine Haut im Vorfeld nicht richtig reinige. Und deswegen reite ich da auch immer so ein bisschen drauf rum und lege da auch den Fokus da so drauf. Denn es ist einfach so, dass wir über den Tag verteilt, wenn wir abends ins Bett gehen, ist es einfach so, dass wir ja sehr viel Verschmutzungen auf der Haut haben. Unsere Haut kommt mit sehr vielen Umwelteinflüssen in Verbindung. Wir Frauen haben oftmals Make-up im Gesicht. Die Haut arbeitet auch über den Tag. Das heißt, sie regeneriert sich, sie arbeitet, sie stößt abgestorbene Hautzellen ab. Und das ist etwas, was man nicht unbedingt auf der Haut sieht, aber es ist einfach da. Und diese ganzen Verschmutzungen bekomme ich einfach nicht runter, wenn ich nur Wasser nehme. Denn das ist ähnlich wie beim Wäschewaschen. Ich vergleiche das immer ganz gerne damit, weil es einfach ein sehr einprägsames Beispiel ist. Wir waschen unsere Wäsche ja auch nicht nur mit Wasser, sondern wir verwenden als Zusatz ein Waschmittel. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil es eben sogenannte hydrophile und hydrophobe Stoffe gibt. Das heißt, es gibt wasserliebende und wasserabweisende Stoffe. Und diese wasserliebenden Stoffe, die bekomme ich natürlich mit Wasser ab, aber diese wasserabweisenden Stoffe eben nicht, die bleiben auf der Haut zurück. Und wenn ich dann nicht dafür sorge, dass die runtergenommen werden, dann habe ich keinerlei Möglichkeiten, irgendwelche Nährstoffe sinnvoll der Haut zur Verfügung zu stellen, weil das einfach im schlimmsten Fall diese ganzen Verschmutzungen in die Haut einschließt und das dann zu Reaktionen führt, also zu Irritationen, Rötungen, auch zu Unreinheiten. Und deswegen ist es einfach so wichtig, seine Haut wirklich abends, bevor ich eine Pflege auftrage, zu reinigen und auch am nächsten Morgen.
weil es einfach so ist, dass unsere Haut, genauso wie unser Körper, nachts einfach auf Hochtouren arbeitet. Unsere Haut regeneriert sich. Es kommt dazu, dass wir oft auch schwitzen, auch wenn wir es jetzt am nächsten Morgen nicht unmittelbar merken. Aber das sind alles Dinge, die auch hier wieder am nächsten Morgen auf der Haut liegen und die erstmal runtergenommen werden müssen, bevor ich da einfach eine neue Pflege drauf gebe. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ihr euch eine gute, hochwertige Pflege gönnt, dann sollte die natürlich auch vollständig und vollumfänglich wirken dürfen. Und von daher ist es eben wirklich wichtig, dass ihr eure Haut im Vorfeld reinigt. Und wir haben hier eine Reinigungslotion im Sortiment. Das ist unsere Reinigungslotion. Grundsätzlich konzipiert für jeden Hauttyp, also wir wollten es hier wirklich einfach halten, dass man sich einfach nicht noch die Frage stellen muss, was habe ich jetzt für eine Haut, kann ich diese Lotion überhaupt verwenden? Und das ist wirklich grundsätzlich für jeden Hauttyp gedacht, super effektiv, um Make-up runterzunehmen, um Verschmutzungen runterzunehmen. Und ihr merkt, wenn ihr dieses Produkt auch verwendet, dass einfach danach die Haut, ja, das ist wie so ein Aufatmen der Haut. Das heißt, ihr nehmt so eine haselnussgroße Menge, tragt es eben aufs Gesicht auf. Wenn noch Dekolleté und Hals dazukommen, dann gerne auch ein bisschen mehr. Massiert es schön ein. Ihr werdet dann auch merken, wenn ihr das Produkt einmassiert, es wird so ein bisschen stumpf. Also ihr merkt, dass das wirklich so in die Haut reingeht. Und danach nehmt ihr das einfach mit lauwarmem Wasser runter und das war es auch schon. Und das wirklich morgens und abends ist super effektiv, um die Haut eben perfekt vorzubereiten. Wir haben jetzt im Rahmen der Young Care haben wir ein weiteres Reinigungsprodukt im Juni auf den Markt gebracht. Das ist ein Reinigungsschaum, den wir speziell für die jugendliche Haut entwickelt haben, weil diese Haut doch oftmals mehr zu einer überschüssigen Fettproduktion neigt und dieser Schaum einfach waschaktiver ist. Also das heißt, wenn ihr jetzt jemand seid, der sagt, Lotion fühle ich mich nicht so wohl damit. Ich hätte gern einfach was, wo ich das Gefühl habe, es ist schaumiger, es ist fluffiger, da schäumt was auf, ich kann das mit Wasser aufschäumen. Ich habe einfach das Gefühl, dass es ein bisschen waschaktiver ist. Dann könnt ihr natürlich auch gerne diesen Schaum verwenden. Funktioniert genauso gut. Die Young Care, das waren auch schon 2, 3 Fragen, die ich hier gesehen habe, die ist auch vegan, ja. Und die Lotion, das war auch nochmal die Nachfrage, die Lotion nennt sich Cleansing Lotion oder auch Reinigungslotion. Also es ist wirklich auch nur im Rahmen dieses Reinigungssystems sind auch tatsächlich nur 2 Produkte verfügbar. Also ihr könnt da gar nichts falsch machen. Das ist nämlich einmal die Reinigungslotion und das zweite Produkt ist das Tonic, zu dem ich jetzt gleich komme. Und wie gesagt, im Rahmen der Young Care, das ist das zweite Reinigungsprodukt, was es hier eben gibt, das ist dieser Reinigungsschaum, wirklich ein sehr, sehr feiner, sahniger Schaum, der ein richtig tolles Hautgefühl auch schon während dem Reinigen macht. Grundsätzlich gedacht für eine junge Haut, aber ich muss gestehen, ich bin auch ein Fan von diesen waschaktiveren Produkten. Also ich nehme die Reinigungslotion auch, den Reinigungsschaum auch, weil ich einfach dieses Gefühl, dieses Sahnige, dieses Weiche, wenn das so ein bisschen schäumt, ich mag das unheimlich gerne und von daher bin ich auch jemand, auch wenn ich nicht mehr in diese Alterskategorie gehöre, aber ich bin auch ein Fan von dem Schaum. Ja, und der zweite Schritt einer guten, effektiven Reinigung ist dann unser Tonic. Das Tonic wird dann ganz einfach, das ist flüssig, das wird ganz einfach auf dem Wattepad oder auf dem Wattebausch ein bisschen aufgebracht und damit wird dann die Haut leicht abgetupft. Und das Tonic ist nochmal dazu da, um die Haut einfach zu erfrischen, zu hydratisieren und sie eben aufnahmebereit zu machen für die nachfolgende Pflege. Ja, also das heißt, wenn ihr eure Haut morgens und abends mit dem Reinigungsprodukt und mit dem Tonic eben schon mal reinigt und bepflegt, dann habt ihr da einen super effektiven Schritt getan, damit eben die nachfolgende Pflege dann effektiv auch Resultate zeigen kann.
Und in der täglichen Routine käme jetzt eben ganz klassisch eine Gesichtspflege. Und da haben wir im Anti-Aging-Bereich unsere Forever. Das ist eine kombinierte 24 Stunden Gesichtspflege. Das heißt, auch hier war es uns wirklich wichtig, wieder ein Produkt zu haben, das sehr einfach in der Handhabung ist. Also sprich, es ist eine kombinierte Tages- und Nachtpflege, die ihr morgens und abends verwenden könnt. Und sie enthält als Tagespflege auch einen leichten Lichtschutzfaktor. Das heißt, es ist ein Lichtschutzfaktor 15 enthalten, der einen Basisschutz vor UV-Strahlung gibt. Das heißt, immer dann, wenn ihr euch länger in der Sonne aufhaltet, wenn ihr draußen ein Sonnenbad nehmt, wenn ihr länger draußen seid, dann empfehlen wir tatsächlich ein spezifisches Sonnenschutzprodukt mit einem höheren Lichtschutzfaktor. Es ist wirklich nur ein Basisschutz. Und dieser Basisschutz ist auch völlig okay für eine 24-Stunden-Pflege. Also wir bekommen auch das ein oder andere Mal dann natürlich auch die Rückfrage, ja, aber wenn da ein Lichtschutzfaktor ist, kann ich den dann auch nachts verwenden? Und die Antwort ist ganz klar ja. Also das hat keinerlei negative Effekte auf die Haut, weil es halt wirklich nur so ein geringer Basisschutz ist. Von daher können wir das wirklich guten Gewissens als kombinierte Tages- und Nachtpflege auch anbieten. Die Idee hinter der Forever ist auch hier wieder, es ist eine Anti-Aging-Pflege, die so gegen diese klassischen 8 Zeichen der Hautalterung arbeiten. Also alles, was ich jetzt eingangs auch schon gesagt habe, dass die Haut einfach trockener wird, dass sie fahler wird, dass sich Pigmentflecken bilden, dass sie unebenmäßiger wird, dass Falten auftauchen. Gegen all diese Alterserscheinungen arbeitet diese Forever an. Es ist auch ein Anti-Pollution-Filter enthalten, denn das ist etwas, was immer mehr und immer mehr auch hier in Europa ein Thema wird, nämlich dass die Umweltverschmutzung, dass also auch Partikel, die in der Luft sind, dass die sich eben auf die Haut anheften und dass die dazu führen, dass Rötungen entstehen, Irritationen entstehen, dass plötzlich die Haut komisch reagiert und man weiß nicht so genau, warum und wieso. Und von daher haben wir hier einen Anti-Pollution-Filter eingearbeitet, der eben die Anhaftung genau dieser Schadstoffe verhindert und so die Haut auch hier wieder schützt. Und das ist, wie gesagt, so das Rundum-Sorglos-Paket unserer Forever, um auch hier wirklich die Haut zu regenerieren, zu restrukturieren, um sie von innen herauf wieder aufzubauen, um sie ebenmäßiger werden zu lassen, um sie wieder strahlen zu lassen. Und das ist etwas, was in einem Zellerneuerungszyklus von roundabout eben 4 Wochen auch auftritt. Also das heißt, wenn ihr euch wirklich mal die Möglichkeit gebt, die Forever mal für 4 Wochen auszuprobieren und vielleicht auch ein Vorher-Nachher-Bild macht, ihr werdet wirklich sehen und spüren und erleben, dass sich da etwas in eurer Haut tut. Und das ist so das, was ich wirklich als Basispflege empfehle, ja, so als Optimalset von außen quasi bezeichnen würde. Ihr habt ja mit dem Power Cocktail und mit dem Restorate habt ihr ja ein Produkt für morgens und abends, womit ihr euren Körper eben ideal versorgt. Und genau dasselbe stellt eben dann auch unsere Kosmetik von außen dar, indem ihr eben morgens und abends die Reinigung, das Tonic und eine Gesichtspflege verwendet und somit eben effektiv dazu beitragt, dass die Haut eben rundum perfekt versorgt ist. Und dazu kommt dann eben die Hydrating Shot Mask, die wir, wie gesagt, einmal die Woche empfehlen, zusätzlich dann dazwischen, also nach Reinigung und Tonic, dann eben die Maske auflagt. Wenn ihr die dann runtergenommen habt nach 15 Minuten, werdet ihr auch merken, dass noch Serum auf der Haut ist. Das heißt, ihr könnt es auch gerne so ein bisschen einmassieren, warten, bis das Ganze eingezogen ist und dann tragt ihr ganz normal eure Gesichtspflege auf. Wir haben auch schon die Frage bekommen, ob die Maske auch mehrfach in der Woche verwendet werden kann. Also auch hier natürlich ein ganz klares Ja. Ihr könnt die Maske gerne auch zweimal die Woche verwenden.
Mehr würde ich tatsächlich persönlich nicht empfehlen, weil es einfach, wie schon gesagt, es sind intensive Shots, die wir da zur Verfügung stellen in der Maske, die intensiv der Haut zur Verfügung stehen. Und von daher denke ich, wäre zweimal wirklich auch eine gute Sache für jemanden, der sagt, ich möchte mehr machen. Da kam nochmal eine Frage, wie heißt der dritte Shot? Ich wiederhole es gerne nochmal. Wir haben drei Shots in der Hydrating Shot Mask. Das erste ist der Feuchtigkeitsshot, das zweite ist der Anti-Aging Shot und das dritte ist der Anti-Glycation Shot. Dann kam noch die Frage, muss ich mich als Mann vorher rasieren? Kann man machen, ja, dann steht es der Haut natürlich intensiver zur Verfügung, aber wir haben auch mittlerweile viele Männer mit Bart, die Maske verwenden und die mir gesagt haben, es ist einfach toll, wenn, also klar, wenn da natürlich Barthaare im Weg sind, kann die Maske nicht so intensiv der Haut zur Verfügung stehen wie ohne, aber die Männer, die einen Bart haben und die Maske verwendet haben, die haben mir gesagt, sie haben einfach auch gemerkt, dass der Bart viel weicher ist, dass es sich einfach generell viel, viel angenehmer anfühlt. Also es ist nicht unbedingt notwendig, dass man sich da im Vorfeld rasiert, wenn man das nicht möchte. So, dann kam hier noch die Frage, Reinigung auch zum Abschminken. Es funktioniert für Make-up, das nicht wasserfest ist. Wenn ihr wasserfestes Make-up habt, dann solltet ihr auch tatsächlich ein spezielles Reinigungsprodukt dafür verwenden, weil das dann schon ein bisschen herausfordernder ist. Also das Thema ist ganz einfach, ihr braucht für ein Reinigungsprodukt, braucht ihr einfach bestimmte Tenside, die das runternehmen, und für wasserfestes Make-up sind das eben Tenside, die dann auch ja, intensiver auf der Haut wirken und die nicht unbedingt so positiv auch für die Haut sind, und von daher haben wir uns eben entschieden, hier ein Reinigungsprodukt zu nutzen, das jetzt nicht für wasserfestes Make-up ist, sondern dass man eben für ja, Make-up verwendet, was eben wasserlöslich ist. Gut, also das wäre so die Pflegeroutine, die mit der Hydrating Shot Mask einhergeht. Und ich möchte jetzt nochmal die Zeit nutzen, um auf ein anderes Produkt einzugehen, was jetzt nicht unbedingt von der Kosmetik von außen ist, sondern wo wir über die Kosmetik von innen sprechen, nämlich über das Fitline Beauty. Wir haben Beauty im Juni auf dem Weltmanagement-Kongress vorgestellt und das Produkt hat oder ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Und das Thema, warum wir uns damit beschäftigt haben, ist das, warum man einfach auch Kosmetik verwendet, nämlich dieses Thema Hautalterung. Also ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass dieser Hautalterungsprozess ab dem 30. Lebensjahr losgeht und man kann schon sehr, sehr viel von außen natürlich dazu beitragen, dass man eben bestimmte Prozesse positiv beeinflusst. Also gerade einfach diese strahlendere Haut, dass die Haut einfach von außen dann auch gut genährt ist, dass sie perfekt mit Feuchtigkeit versorgt ist, dass einfach auch so Unebenmäßigkeiten, die jetzt durch eine verstärkte Melaninproduktion entstehen können, das kann man sehr, sehr gut von außen unterstützen, aber auch das hat natürlich seine Grenzen. Also wir hatten ja vorhin schon über dieses Thema Kollagen und elastine Fasern gesprochen, die in unserer Unterhaut liegen und die eben in jungen Jahren perfekt miteinander vernetzt sind, und das lässt einfach mit der Zeit nach, die lösen sich, die versteifen sich und dadurch entstehen eben Falten. Und von daher war es natürlich naheliegend, dass wir uns mit der Frage beschäftigt haben, was kann ich denn unterstützend von außen tun, als Unterstützung von außen, was kann ich unterstützend von innen dazu beitragen, dass ich meiner Haut von innen helfen kann, sich eben besser zu regenerieren, einen positiveren Effekt auf die Restrukturierung zu haben. Und da, das war dann letztlich die Geburtsstunde von unserem Fitline Beauty. Und wir haben
auch hier wieder natürlich den Weg gewählt, dass es ein Flüssigprodukt ist, das man eben anrührt, damit es eben der Haut, unserem Körper, optimaler zur Verfügung steht. Es ist wieder eine synergistische Wirkstoffkombination geworden. Das heißt, wir haben eben kein reines Kollagenprodukt oder kein reines Mineralienprodukt entwickelt, sondern wirklich eine Kombination von verschiedenen Stoffen, die eben synergistisch einen positiven Effekt auf unsere Haut haben. Das heißt, wir haben hier zum einen Kollagenpeptide natürlich eingesetzt, die einen positiven Effekt auf den Kollagenaufbau haben, auf diese Vernetzung dieser Kollagen- und Elastinfasern. Es ist ein Polyphenolkomplex enthalten, das heißt, es ist eine Kombination enthalten aus Kiwi, schwarzer Reis, rote, Orange sind enthalten und Ananas. Und auch das, um eben die Haut positiv zu unterstützen. Und es sind natürlich die klassischen Mineralien und Spurenelemente enthalten, die man so im Zusammenhang mit der Haut eben auch kennt. Und das in Kombination, in dieser synergistischen Wirkstoffkombination zusammengenommen, hat eben einen super positiven Effekt auf unsere Haut. Also ich habe euch mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht. Das heißt, wir setzen hier eben diese spezielle Qualität natürlich auch wieder ein, um der Haut eben besser zur Verfügung zu stehen. Und hier haben eben Studien gezeigt, dass die Elastizität der Haut sich bis um 10% gesteigert haben, dass die Faltenbildung um bis zu 32% im Vergleich zur Vergleichsgruppe reduziert wurden. Die Kollagenkonzentration im Körper stieg sogar um 65%. Und es gibt auch viele, die uns eben sagen, ich merke nicht nur, dass sich in der Haut was tut oder dass meine Haut einfach strahlender aussieht, sondern ich merke tatsächlich auch, dass die Nägel fester geworden sind, dass sie nicht mehr so brüchig sind, dass die Nägel auch mehr strahlen. Auch im Bereich Haare ist das ein Thema, wo sich diese synergistische Wirkstoffkombination eben unmittelbar sehen lässt. Von der Anwendung her ist das Fitline Beauty eine Monatsration. Also das heißt, wir empfehlen 3 gestrichene Teelöffel pro Tag. Ich mache es immer so, ich nehme mir ein Glas, gebe so einen kleinen Schwupp Wasser rein, gebe dann die 3 gestrichenen Teelöffel von dem Beauty dazu, rühre das Ganze erstmal um, bis sich es gelöst hat und dann gebe ich erst die restliche Wassermenge dazu. Also das ist, was die Löslichkeit angeht, ein ganz guter Tipp, um es einfach ein bisschen einfacher zu machen. Je nachdem, was ihr für Teelöffel habt, kann es sein, dass euch das Produkt ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer als einen Monat reicht. Was auch gut funktioniert, wenn ihr ein Acti leer gemacht habt, dass ihr den Messlöffel vom Acti nehmt und dann sind es exakt 6 gestrichene Acti-Löffelchen pro Tag. Und dann reicht euch das Ganze einen Monat. Also das ist noch so ein kleiner Tipp am Rande. Wir werden auch oft gefragt, ob man das Beauty mit anderen Fitline-Produkten mischen kann. Auch das ist problemlos möglich. Ihr könnt es also wirklich mit jedem Produkt mischen, was ihr möchtet. Also es gibt den einen oder anderen, der einfach sagt, ich nehme schon so viele Fitline-Produkte, ich weiß gar nicht, wann ich das Beauty noch trinken soll. Also dann könnt ihr das natürlich gerne irgendwo dazu mischen. Ich selbst muss sagen, ich genieße das sehr, weil einfach dieser Waldbeergeschmack, den das Beauty hat, der ist sensationell. Und wenn ich dann nachmittags nach Hause komme, dann ist das Erste, was ich mache, ich rühre mir dann mein Beauty an, gebe dann noch so ein bisschen Act-Device dazu. Und das ist so meine tägliche Routine, die ich dann habe. Gut, also so viel zum Beauty. Also ihr seht, wir sind hier wieder wirklich
ja, perfekt ganzheitlich von innen und außen aufgestellt. Auch jetzt seit dem Weltkongress erhält sich eben die Schönheit von innen, wo ihr auch tatsächlich von innen aktiv dazu beitragen könnt, dass die Haut einfach sich besser regeneriert, restrukturiert, dass sie von innen herauf auch wieder aufgebaut wird. Und das Ganze eben dann auch zu optimieren mit der Pflegeroutine von außen. Es ist gerade noch eine Frage gekommen, das tatsächlich auch noch eine wichtige Information, die Kollagenpeptide, die wir hier einsetzen in dem Fitline Beauty, die stammen vom Rind. Die werden von der Rinderhaut werden die gewonnen. Also diese Rinderhaut wird dann auch weiterverarbeitet. Also auch hier wird nicht nur dieser eine Stoff entnommen, sondern das ganze Rind als solches wird eben weiterverarbeitet. Und als Teil dessen gewinnen wir dann eben die Kollagenpeptide. Ist natürlich für Veganer ein Hindernis, ganz klar, weil es vom Rind kommt. Aber momentan gibt es einfach noch keine vegane Lösung, was das Thema Kollagenpeptide angeht. Wir arbeiten natürlich daran. Also ihr wisst es selber, jahrelang gab es auch beim H2 oder beim Omega 3 keine vegane Lösung und jetzt gibt es sie. Also wir sind da wirklich guter Hoffnung, dass wir da auch irgendwann eine vegane Lösung anbieten können für das Fitline Beauty. Nur momentan ist dies eben leider nicht der Fall. Gut, dann lasst mich noch einmal kurz in die Fragen reinschauen. Da war noch eine Frage, ob ich bei der Young Care Linie das Tonic dazu empfehlen würde. Also die Young Care besteht aus drei Produkten, nämlich dieser Reinigungsschaum, dann haben wir eine 2-in-1 Peeling Maske und die Balancing Cream. Das heißt, wir haben hier kein spezielles Tonic dazu entwickelt, was einfach daran lag, dass ich dies nicht von dem Tonic unterscheiden würde, was wir hier im Sortiment haben. Also es ist tatsächlich so, dass man immer ihr ein Reinigungsprodukt verwendet, ganz egal welches es ist, ob es die Lotion ist oder ob es der Reinigungsschaum ist, empfehlen wir als zweiten Schritt immer das Tonic dazu, einfach um die Haut nochmal zu hydratisieren, zu erfrischen und sie aufnahmebereit zu machen für die nachfolgende Pflege. Also die Antwort ganz klar, ja, ich empfehle das Tonic dazu. Gut, ich glaube, damit haben wir soweit alles an Fragen abgedeckt. Jupp, also wie gesagt, wenn jetzt noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, wenn sich irgendwelche Fragen für euch noch ergeben sollten, könnt ihr mich gerne jederzeit kontaktieren, entweder einfach in Speyer anrufen und durchstellen lassen, mir eine E-Mail schreiben an anja.wunder@pm-international.de über Facebook, also ihr erreicht mich immer irgendwie, wenn sich da noch irgendwelche Fragen ergeben sollten. Und ansonsten danke ich euch recht herzlich für die rege Teilnahme am heutigen Abend. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was für euch mitnehmen können. Ich habe euch für die Kosmetik begeistern können. Es war vielleicht das ein oder andere Produkt dabei, was ihr noch nicht gekannt habt, wo ihr sagt, oh ja, würde ich gerne jetzt mal ausprobieren. Und in dem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.